Willkommen zu einer neuen Folge Kümmer Tutorials, mein Lieben. Heute machen wir mal wieder Pompoms. Ich habe hier das Pompom-Set von Prüm und die gibt es in drei Größen, 9 cm, 5 cm und 3,3 cm. Hier im Hintergrund habe ich schon alle drei Größen liegen und ja, das probieren wir heute aus. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Wenn euch das Video gefällt, lasst mir ein Like da, schreibt mir gerne einen Kommentar und abonniert meinen Kanal für mehr Handarbeit-Videos. Als erstes schauen wir uns natürlich mal dieses Pompom-Set an. Das sind die drei Schablonen. Das sind hier immer so doppelte, wie ihr sehen könnt. So, ich habe jetzt hier noch die Bedienungsanleitung. Die ist nur mit Bildern, das heißt, das sollte ich eigentlich relativ einfach hinbekommen. Ich werde jetzt mal einen Pompom mit den 5 cm Ringen machen. Ich gehe mal davon aus, dass die so zusammengeschoben sind, damit die sich einfach einfacher verstauen lassen und man nicht so viel Verpackungsmaterial braucht. So, wir legen jetzt unsere zwei Hälften übereinander. Hier drinnen sind kleine Bippusse, damit man hier einen kleinen Abstand hat, wo man in der Mitte den Faden durchziehen kann. So, hier oben habt ihr eure zwei fertigen Pompoms. Und jetzt fangen wir an und nehmen uns hier mal ein. Ich nehme jetzt hier das Lila. Das ist ein doppeltes, das heißt in zwei Fäden, einfach damit es ein bisschen schneller geht, den zu wickeln. Und dann fangen wir an, immer schön in Wicklungen im Halbkreis unseren Ring zu umwickeln. Das gleichmäßige Umwickeln ist wichtig, einfach damit ihr eine schöne, gleichmäßig runde Bommel am Ende habt. Wie wenn ihr jetzt einfach hier auf links einen Haufen macht und dann rechts einen Haufen, dann sieht das einfach nicht gut aus. Beziehungsweise ungleichmäßig. So, ich wickel das jetzt mal so lange, bis hier in der Mitte dieser Halbkreis komplett gefüllt ist. Achtet darauf, dass eure Schablone immer schön übereinander liegt, damit wir die dann ineinander stecken können. Mit der zweiten Hälfte. Ich habe jetzt meine erste Schablone umwickelt. Ihr seht, hier ist noch eine ganz schmale, leichte Wölbung. Macht das nicht zu weit, sonst könnt ihr die dann nicht ordentlich ineinander keilen. Die erste Hälfte könnt ihr beiseite legen. Nehmt euch jetzt euren zweiten. Schaut wieder, dass eure Pompom-Bilder übereinander liegen. Und jetzt wickeln wir unsere zweite Hälfte. Habt ihr beide Seiten umwickelt, stecken wir jetzt die einzelnen Teile ineinander. Hier oben habt ihr, wie gesagt, wieder eure Pompoms. Und jetzt wird es ineinander geschoben. Macht das ziemlich vorsichtig. Diese Plastikplatten sind hier sehr, sehr weich. Und deswegen macht das ja schön ganz langsam, nicht mit Gewalt, damit euch das nicht kaputt geht. So, das sieht ganz gut aus. Beide Scheiben liegen jetzt schön übereinander. Jetzt geht es darum, vorsichtig, am besten mit einer Spitzenschere oder einfach mit einer Nagelschere, die Seiten aufzuschneiden. Das heißt, ihr geht hier dazwischen, am besten von unten anfangen. Und wie ihr seht, schneidet ihr jetzt schön Schritt für Schritt, ganz vorsichtig, immer Stück für Stück eure Bommel auf. So, jetzt seht ihr hier in der Mitte den Spalt. Ich lege das mal kurz hin. Dadurch, dass jetzt ein bisschen Druck auf der Schablone ist, drückt sich das natürlich jetzt ein bisschen auseinander. Deswegen schön vorsichtig alles machen. Jetzt mal eine andere Farbe, damit ihr das besser seht. Zum Verknoten der Bommel nehme ich immer einen doppelten Faden, weil ich damit einfach etwas mehr Druck ausüben kann und der nicht so schnell reißen kann. Das heißt, wir fahren jetzt hier mit unserem Faden rein, einmal komplett um die Schablone drumherum. Und jetzt seht ihr schon, wie das hier schön hängt. Und jetzt machen wir einen richtig schönen festen Knoten. Ich wieder auf der anderen Seite nach oben und dort mache ich meinen zweiten festen Knoten. Und jetzt noch ein über den zweiten drüber. So.
So, jetzt müssen wir unsere Schablonteilchen noch lösen. Die müsste man jetzt vorsichtig auseinanderziehen. Das wird natürlich nicht so einfach. So. Ich werde die hier so auseinanderziehen. So, das geht, glaube ich, einfacher. Erste Seite. Zweite Seite. Und auf der anderen Seite sollte es jetzt einfacher gehen mit den anderen zwei. So. Jetzt formen wir die ganze, jetzt formen wir die Bombe erstmal. Ich schüttel die dann immer so. Knautsche die ein bisschen zurecht. Und jetzt werde ich noch ein bisschen Feinschliff machen. Ich finde aber schon, dass sie schon sehr gut aussieht. Ich schneide jetzt hier noch ein bisschen die Längen ab. Formen die mir ein bisschen zurecht. So, ich würde sagen, die Bombe ist richtig gut geworden. Sie ist schön dicht, wie ihr sehen könnt. Und sie ist auch schön flauschig. Ich werde jetzt nochmal eine kleine Bombe probieren. So, meine Lieben, Resümee des Ganzen. Ich habe jetzt mit allen drei Größen ein Pompom gemacht. Am besten liegt mir immer noch die ganz große Schablone, einfach weil ich große Hände habe. Das Schwierigste für mich war mit diesen kleinen Pompom-Makern in der Größe 3,3 diese kleinen Pompons hier zu machen. Aber wie ihr sehen könnt, es ist auch ein niedlicher kleiner Pompom geworden. Das heißt, man kann eigentlich auch schöne Pompom-Tiere damit machen. Oder halt einfach für Deko, für Mützen oder für andere modische Accessoires. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, wisst ihr, was ihr zu tun habt. Und jetzt bis zur nächsten Folge Kümmer-Tutorials.